Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, wir haben uns entschlossen, unsere Reise nach Ungarn, also zur IDC-Weltmeisterschaft, so als kleinen, wie nennt man das, Vlog aufzunehmen, zu dokumentieren. Einfach auch mal, um zu zeigen, das ist ja nicht nur die Sportveranstaltung, sondern auch das Drumherum. Wir verbinden das ja immer gerne mit Urlaub. Wir sind da wahrscheinlich ein bisschen anders, also wir sind dann meistens an Plätzen, wo wenig andere Menschen sind, so wie jetzt auch hier. Ja, muss man mal einblenden jetzt. Marleen findet immer die besten Stellplätze. Wir sind es quasi gestern, war Montag. Ja, es war ein bisschen stressig. Ich war die 3 Tage vorher noch in Sedenik, also hinter Berlin. Und ja, war mit dem Björn auf der DVG-Bundesliga-Prüfung, habe ihn da unterstützt und gefilmt. Und das war auch natürlich sehr erfolgreich. Er hat den 5. Platz belegt mit einer super tollen Vorführung. Also wer die Videos noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch ja gerne angucken. Genau, und dann bin ich quasi Sonntag um 1 war ich wieder daheim in der Nacht. Ja, dann haben wir den Vormittag über so alles ein bisschen flott gemacht. Ich habe dann noch die Videos kurz geschnitten und sind dann so gegen späten Nachmittag, es war fast 5. Ja, also der Plan war eigentlich so gegen 15 Uhr zu fahren, es wurde dann eher so 17 Uhr und wir sind dann hier angekommen, so mehr oder weniger im letzten Licht. Ja, haben dann noch schnell was zu essen gemacht und mehr war dann gestern auch nicht mehr geplant. Und jetzt heute perfektes Wetter, haben jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und werden jetzt mit den Hunden noch hier ein bisschen die Gegend erkunden, eine kleine Runde laufen. Wir sind jetzt in Bayern und fahren dann quasi heute weiter nach Österreich. In Österreich bleiben wir 1 oder 2 Tage? Eine. In Österreich bleiben wir 1 Nacht, sagt die Chefin. Und wir haben Donnerstag schon jetzt hier sein. Genau, dann geht's weiter, noch ein Zwischenstopp in Ungarn. Und dann fahren wir am Donnerstag Vormittag quasi zum Veranstaltungsgelände in Ungarn. Ich kann es leider nicht aussprechen. Genau, dort treffen wir dann die Mannschaft und alle anderen. Und dann hoffen wir auf eine erfolgreiche Veranstaltung. Ja, wie genau wir das jetzt machen hier mit Videos hochladen und das kann ich noch gar nicht sagen. Kann jetzt sein, dass es ein Video wird, wo alles zusammengeschnitten ist und wir sind schon längst wieder daheim. Ja, der Loki ist auch im Bild. Loki. Oder wenn wir die Möglichkeit haben, zwischendrin hochzuladen, keine Ahnung. Aber, ach ja, wird bestimmt gut. Ich freue mich auf jeden Fall und es wird schon super entspannend. Wenn das Wetter mitspielt, ist halt immer was anderes. Ja, ich mache dann Kaffee hier immer auf dem Feuer, wenn es sich die Möglichkeit bietet oder so. Das ist schon, da sind wir wieder bei dem Thema, was braucht man eigentlich, dass es einem gut geht. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Stopp. Das war Nummer 1, Tag 1. Jawoll, ja, guter Mann. So, wir haben jetzt gerade einen schönen Spaziergang gemacht. Hier Temperatur, Wahnsinn. Die Hunde sind fix und fertig. Also es hat jetzt hier eben, als ich das Auto weggefahren habe, 27 Grad angezeigt. Gut, stand natürlich auch in der Sonne, aber es ist unglaublich warm. Als ich am Freitagmorgen zur BSP gefahren bin, um 5, hatten wir 0 Grad. Und jetzt ist hier komplett der Sommer ausgebrochen. Das ist halt super anstrengend für die Hunde. Also das sieht man jetzt, die suchen hier irgendwo Schatten, wo es nur geht. Shiva und Wotan sind hier unter dem Wohnwagen und Loki chillt hier bei Marleen irgendwo. Ja, das ist halt echt auch immer das Problem, wenn man einen Hund hat mit dabei, der ein wenig älter ist. Unsere Shiva, die ist jetzt 11 Jahre, unser Labrador-Mädchen. Und man merkt, die läuft halt schon nicht mehr ganz so gut. Und ja, jetzt gerade bei so einem Wetterwechsel, da hat die es echt schwer.
Aber wir kriegen das oder bringen das natürlich auch nicht übers Herz, die daheim zu lassen. Die gehört ja einfach dazu. Und solange sie noch einigermaßen schmerzfrei laufen kann, wird die auch immer dabei sein. Ja. Ja, jetzt müssen wir die Jungs füttern. Wenn wir irgendwie große Touren machen oder nicht wissen, was wir machen, füttern wir morgens oftmals nur so eine Handvoll. Ja, die kriegen jetzt noch ihre, wenn die ausgeschnauft haben, ihren Rest von ihrer Portion. Und dann machen wir uns weiter, noch kurz einkaufen und dann zum nächsten Stellplatz nach Österreich, ganz entspannt. Ja, und einfach jetzt mal die Zeit genießen. Genau. Wald hier war super schön, also super schöner Spaziergang. Waren jetzt bestimmt eine gute Stunde unterwegs. Ja, so macht das dann natürlich auch Spaß. Alles im Griff? So, liebe Freunde, man sieht es im Hintergrund, wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen, mitten in Österreich. Ja, fragt mich nicht wo, keine Ahnung, Marleen plant immer. Aber die findet perfekte Stellplätze. Ja, wir sind jetzt auf so einer leichten Anhöhe, war ein ziemlich steiler Weg hier hoch. Und allgemein hierher hat sich das schon wieder viel länger gezogen als gedacht. Das ist oft so. Auch mit der Navigation gab es ein kleines Problemchen. Also irgendwie, wenn man dem Apple sagt, Mautstraßen vermeiden, dann findet er das trotzdem okay, wenn man ohne Vignette in Österreich fährt. Ja, kommt halt nicht so gut. Dann muss man jetzt hier nochmal irgendwie umplanen. Und dann, ja, sind wir jetzt doch fast wieder, glaube ich, 3,5-4 Stunden gefahren heute. Ja, ist aber nicht schlimm, weil das ist ein relativ kleiner Parkplatz. Ich glaube, viel früher hätte man hier gar nicht ankommen können, ohne jetzt relativ ungestört zu sein. Jetzt waren wir kurz mit den Hunden, machen jetzt gerade Essen. Also ich mache das Essen. Ich glaube, ich muss mal ein Video machen, wie wir hier so mit dem ganzen Equipment, wie wir das handeln. Also ich mache Feuer immer in der Regel in so einem Holzvergaser kleinen Ofen, also Solo Stove oder Nachbauten davon. Genau, und jetzt haben wir, heute gibt's Hot Dogs, improvisieren wir auch, Hotdog-Brötchen mal leer, haben wir halt Hamburger-Brötchen, scheißegal. Gleicher Teig. Genau, und jetzt ist der Plan, noch ein bisschen hier draußen entspannen. Wahrscheinlich die Gelegenheit nutzen, um noch kurz zu duschen. Das ist wahrscheinlich ein eigenes Thema für, ja, wahrscheinlich mache ich mal so ein Video über den Wohnwagen, allgemein Technik, wie wir da klarkommen. Also duschen, da haben wir so eine kleine Decathlon-Pumpdusche und ein Wurfzelt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, in den Wohnwagen eine Dusche einzubauen. Aus verschiedenen Gründen kann man da mal irgendwann ausführen. Man sieht das jetzt im Hintergrund. Ja, da auf dem kleinen Brenner mache ich jetzt gerade das Wasser warm zum Duschen. Das heißt, ich koche dann immer einfach einen Liter Wasser, kippe das da rein und mache das so oft, bis das Wasser schön warm ist. Wenn man keinen Zeitdruck hat, geht das alles. Mit Sicherheit ist es für den einen oder anderen, erscheint es jetzt sehr umständlich und sehr, ja, warum macht man das? Aber es ist ja Urlaub und wir haben ja Zeit. Und mich entspannt das. Ich finde auch diese Holzvergaseröfen finde ich super, weil so ein bisschen trockene Stöcke findet man eigentlich immer. Da muss ich jetzt hier nicht mal weit laufen.
Und dann kann man sich die Gasvorräte sparen für die Zeiten, wo man wirklich damit nichts findet. Oder wenn jetzt, ja, ich sag mal, erhöhte Waldbrandgefahr wäre, dann muss man auch immer gucken. Also ich mache es immer situativ, finde bestimmt auch nicht jeder gut, aber auf so einer Lichtung wie hier, das Ding macht so gut wie keinen Rauch und keine Funken. Also von daher bin ich da entspannt. Wir haben aber auch eine 5 Kilo Gasflasche im Wohnwagen für Kochplatten und noch einen kleinen Gaskocher, also je nach Situation. Genau, das war unser erster richtiger Tag. Also auch der Stellplatz ist sehr cool. Der andere war natürlich von der Abgelegenheit ein bisschen schöner. Ich denke, dass hier viele Wanderer kommen morgen früh und dann schauen wir mal. Deshalb duschen wir jetzt noch schnell und dann, ja, dann haben wir es für heute. Ne? Ich frage mal die Chefin, ob die noch was zu sagen hat. Prost. Ja. Also dann.